Umwelt macht Schule. Hör den folgenden Text und löse die Aufgabe. Der Yellowstone Nationalpark in den USA war 1872 der erste Nationalpark weltweit. Etwa 100 Jahre später wurde der Bayerische Wald als erster deutscher Nationalpark gegründet. Später sind immer neue Nationalparks entstanden. Heute aber gibt es 14 Nationalparks in Deutschland. In diesen streng geschützten Zonen kann die Natur ungestört existieren. Es gibt keine Forst- oder Landwirtschaft und keinen Straßenbau. Man darf keinen einzigen Baum abholzen. Die Besucher dürfen hier nur auf bestimmten Wegen gehen. Der Wald lebt ohne menschliche Einmischung. Sogar die umgefallenen Bäume räumt niemand mehr weg. Man hat auf riesigen Flächen ein Paradies für Tiere geschaffen, die ohne ungestörte Naturräume kaum überleben können. Solche Nationalparks sind für den Menschen höchst interessant. Durch spezielle Programme werden die Nationalparks für zahlreiche Besucher attraktiv gemacht. Aber um sich in bestimmten Zonen, die Kernzonen genannt werden, aufzuhalten, brauchen selbst Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine besondere Genehmigung. Umwelt macht Schule. Hör den folgenden Text und markiere die richtigen Antworten. Lotus ist nicht nur eine schöne Pflanze und das Symbol der Reinheit im Buddhismus. Er ist seit Jahrtausenden für sein Phänomen der Selbstreinigung bekannt. Die Blätter der Lotusblume sind immer sauber, denn sie haben die Eigenschaft, sich selbst zu reinigen. Doch die Wissenschaft beschäftigte sich mit dieser Besonderheit der Lotusblume erst viel später. In den 70er Jahren führte der Botaniker Wilhelm Bartlott Versuche mit Pflanzen durch. Er konnte beobachten, dass manche Pflanzen in seinem Herbarium sehr sauber waren, bei anderen aber sah er eine schmutzige Oberfläche. Er fragte sich, warum das so ist, und begann die Pflanzen zu untersuchen. In diesen Untersuchungen entdeckte der deutsche Forscher den sogenannten Lotus-Effekt. Später, 20 Jahre nach seiner Entdeckung, analysierte er gemeinsam mit Christoph Neinhuis das Lotus-Effekt-Phänomen weiter. Die beiden Forscher präsentierten gemeinsam die Ergebnisse an der Universität Bonn. Diese Forschungen wurden dank der modernsten Technik möglich, und zwar dem Rasterelektronenmikroskop. Und 1999 erhielt Wilhelm Bartlott für seine Forschungen über den Lotus-Effekt den Umweltpreis der Bundesstiftung Umwelt, DBU. Der Lotus-Effekt wurde patentiert. Man nutzt ihn zum Beispiel für neue Farben, die das Wasser abweisen.